So langsam werde ich nervös. Spitze kommt. So langsam warte ich nämlich genau auf dieses Bild und das ist die Spitze, die noch gehalten wird vom Führungsfahrzeug bergab, Antoniusbuche hinunter, dann in Richtung oder wieder hinauf in Richtung hoch. Dann gibt sich das Grid in Zweierreihe, gehen dann die Piloten auf der und wir haben Maro. Dem obliegt es dann, das ist der Polesetter, der bestimmt die Geschwindigkeit und wir sehen in der ersten Reihe Mercedes-Benz SLS AMG GT3 und daneben der Audi R8 LMS, pilotiert von Christopher Mies, ein Auto aus der Abmannschaft. Dahinter nochmal Mercedes, Audi, der erste Porsche, das ist das Auto, das von Hans-Guido Riegel pilotiert wird, der Haribo Porsche mit der Startnummer 8. Das Fahrzeug geht aus der Hoden rein, Stammerow die Geschwindigkeit übernommen, Bernd Burkhardt die Hände an der Ampel und wird dann mit Aufschalten der grünen Leuchten das Rennen freigeben. 4 Stunden stehen auf dem Programm, jetzt von hinten total über Start und Ziel und Chris Marmaro, die zieht gleich mal an, alle aufgeschaltet, das Licht geht, die Reise jetzt los, Rennen ist freigegeben, Marmaro übernimmt mal gleich die Spitze und eilt nach vorne, während Christopher Mies sich gleich mal gegen Lance David Arnold zur Wehr setzen muss, der versucht es außenrum in die erste Ecke und bremst mächtig spät, da kann der Mies nur zuschauen, wie Lance David Arnold die zweite Position übernimmt und damit ein Platz verloren geht. Jetzt muss ich Mies auch noch wehren gegen Marc Bazeng, der geht im Bildstein Porsche hoch in Richtung Mercedes Arena auch vorbei, übernimmt Rang 3, 2 Positionen verloren für Christopher Mies. Kann der kontern? Nein, die Lücke ist nicht groß genug. Bazeng lässt Raum, aber nicht genug, um dass Mies vorbeigehen kann. Wir sehen an der Spitze 2x SLS, 2x Audi. Dann ist es Manuel Laug, der die 5. Position im Pinta Racing Porsche übernommen hat. Auch wieder tolle Auftaktvorstellung von Manuel Laug im Ilbruck im Pinta Porsche. Dahinter ist es dann ein SLS und Romain Dumas im Mantai Porsche mit der Startnummer 11. Marmaro kann sich gut 3-4 Wagenlängen setzen. Man tut sich da nicht wirklich weh. Das Auto mit der roten Markierung, das ist Ralf Schall, der Startfahrer im Black Falcon SLS AMG GT3. Er hat Romain Dumas hinter sich und dahinter ist Oliver Kainz im Mantai Wochenspiegel Porsche, gefolgt von einem weiteren SLS. Thomas Jäger sitzt in dem Auto mit den gelben Markierungen. Das jetzt. Jetzt kann er Luft holen. Ganz klar, so ein bisschen der Verlierer ist Christopher Mies gewesen im Abt Audi, der da wirklich deutlich nach hinten durchgereicht wurde. Da ist jetzt auch der Pinza Racing Porsche schon dran. Lance David Arnold biegt knapp gefolgt hinter Chris Marmaro in die Nordschleife, auf die Nordschleife hinein. Dahinter das Feld, hinter Thomas Jäger ist es dann auch noch einer Busch-Zwillinge. Ich muss kurz gucken, welcher von beiden. Dennis Busch, der Startfahrer. Und wir sehen die zweite Startgruppe. Und lieber Lars, die überlasse ich einfach an der Stelle mal dir. Das könnte genauso spannend werden. Erfahrungsgemäß sehr gute Beschleunigungsfähigkeit des Rädermotorsport Audi TT. Die 333 besetzt mit Elmar Degener, Jürgen Wohlfahrt und Chris Breuer. Aber dort hinter die beiden LMS Engineering VW Scirocco, die auch recht gut gehen. Die haben ein tolles Trainingsergebnis bewiesen auf den Rängen 2 und 3 in der Klasse. Und dort hinter sind es in Gelb und in Orange beide Kiesling Motorsport Opel Astra OPC. Ich denke mal, im sogenannten Polesetter Audi TT von Räder, da wird man das Einzige machen, was sinnvoll ist. Gaspedal komplett durchtreten. Man sucht da so ein bisschen sein Heil in der Flucht nach vorne und hofft, dass man beim Anbremsen der ersten Kurve, der Eingangsrechtskurve in die Mercedes Arena, nicht auf der Bremse irgendwo ein links oder rechts neben sich hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Alles kommt anders, denn der Audi TT ist in die Boxengasse eingeschert hinter dem Führungsfahrzeug und das Kiesling-Auto mit Hannu Lustarinen, Julius Niemin greift schon die beiden VW Scirocco an, ist in der Mitte an beiden vorbeigegangen, muss jetzt aber in dieser Eingangsrechtskurve die engere Linie wählen. Jetzt kommen sie doch nochmal beide ran, die beiden blauen VW Scirocco. Einer hat die Spitze wieder übernommen in der Mercedes Arena, dann das Kiesling Auto auf 2 und dann der zweite VW Scirocco mit Emin Akata müsste das am Steuer sein. Dort hinter. 4. Position für den Kiesling Opel Astra und dort hinter schon das schnellste SP5 Auto. Das müsste das der BMW M3 sein von Thomas Kappeler, Harald Hennes, Thomas Gerling, die Startnummer 210. Fällt schön dicht beisammen, natürlich in dieser Startphase jetzt, wo man aus der Kurzanbindung herauskommt.
aber auch diese zweite Startgruppe ohne Probleme gestartet. Ja, Probleme gab es, wie gesagt, bei Elmar Degener, Jürgen Wohlfahrt, Chris Breuer. Da muss man lange zurückdenken, ehe die mal technische Probleme an ihrem Audi TT gehabt haben. Die kamen direkt hinter dem Führungsfahrzeug, was ja in die Box abgebogen war, rein. Leider gar nicht so lange, sondern beim letzten Lauf, im letzten Jahr, genau da, als es um die Meisterschaft ging, genau da hatte man Probleme. Da gab es nämlich den Motorschaden am TT mit der Startnummer 333. Aber auch hier das Feld geordnet. Da lässt man sich Raum. Genau so soll Motorsport sein. Startgruppe entsprechend in Richtung Nordschleife abbiegt. Was ein Feld uns heute da geboten wird, das ist mal anständig. Dritte Startgruppe, Lars. Wollen wir die jetzt ausknobeln? Die machen wir gemeinsam. Auf jeden Fall ist diese erste Startreihe geprägt von einem 911er SR. Paschinski, Bermes, Bayer in diesem mattschwarzen Fahrzeug. Die Trainingsschnellsten der Hubraumstärksten Gruppe H. Dort neben Andreas und Ralf Schall zusammen mit Reinhard Schall im Mercedes-Benz 190 Evo. Als Drittplatzierter der Alpecin Schira Mini mit Friedrich von Bohlen, Harald Groß und Nils Bartels. Der BMW M1, von dem wir eben gesprochen haben, da hatten wir den Peter Sebald am Mikrofon, auch er hier in dieser dritten Startgruppe unterwegs. Und das Groß der VLN-Serienwagen. So kommt man auf Start und Ziel. Nebeneinander beschleunigt der Porsche mit dem 190er Mercedes. Dranbleiben kann, und es sieht ganz locker aus, der BMW Mini. Der jetzt von innen versucht anzubremsen, sich aber dann noch einmal anstellt. Der Paschinski Porsche auf 1, wählt aber den weiten, weiten Weg in dieser asphaltierten Auslaufzone. Behält die Nase vorne, der Mercedes auf 2, der Mini. Das ist so ein bisschen Kampf der Generationen der Fahrzeuge. Kann locker diesem Duo an der Spitze folgen, macht es damit zum Trio, und diese drei können sich trotzdem absetzen. Reinhold Renger, Martin Schornier im der 399 im besten V5-Auto, im 3-Liter VLN-Serienwagen, hat sich auch hier wie im Training durchsetzen können. Während für die Spitze der dritten Startgruppe die Kurzanbindung angesagt ist. Nach vorne gefahren jetzt auch der BMW M1. Gesamt vierte Position in dieser dritten Startgruppe, wo es in diese sogenannte Brauerei-Ecke reingeht. Wir haben die ganz Warsteiner Kurve. Tja, und auch dahinter wieder das, was wir in den ersten Startgruppen haben sehen können. Dicht gedrängt, aber immerhin fair geht es dann zur Sache. Auch im Mittelfeld, wo wir die alternativen Treibstoffklassen finden. Ein Problem scheint es zu geben bei der 595. Das ist der Opel Manta, welcher auch von Kiesling Motorsport eingesetzt wird. In Sachen Klassensiege, die Piloten mit Sicherheit gehören sie zu den Rekordhaltern auf der Nordschleife in der Langstrecke. Aber das könnte heute ein weiter Weg werden, wenn man das Auto nicht zum Start rausgefahren hat. Ja, die dritte Startgruppe biegt geschlossen und ohne Probleme auf die Nürburgring-Nordschleife. Da geht es Richtung Hatzenbach. Während einer der dritten Startgruppe ein E36er BMW hereingefahren kommt. Auch hier scheint es Probleme gegeben zu haben. Ja, die 399, Martin Schornier, Reinhold Renger, das waren die Führenden. Der V5, der 3-Liter Serienwagenklasse. Zum Opel Manta noch mal kurz. Ich habe gerade noch unten in der Startvorstellung mit beiden gesprochen, mit Olaf und Peter, die Manta-Setzung. Ein Trainingsthema, ein Rad abgebrochen, man hat das aber, oder gestern, man hat es wieder gerichtet. Und man war da wirklich guten Mutes und hat da wirklich noch über diese 20 Jahre, die der Opel Manta schon hier oben fährt, gesprochen, dass in der letzten Runde die Fans aufstehen, man hat da richtig Gänsehaut, man wird da applaudiert, kriegt zugewunken. Schade, dass es da jetzt schon Probleme zu Beginn des Rennens gibt. Ich habe kurz in der Zwischenzeit mal mit unserer Außendienststelle Martini telefoniert, Spitze kommt, kommen wir gleich zu, und wir sehen, dass nach wie vor Marmaro vorne ist und er legt einen richtig aggressiven Zahn zu Werke dahinter. Lance David Arnold.